Interessant. Da sind sogar Rebellische dabei. Sie erkennen die Rüstung. Die Sklaven sind echt widerspenstig. Wer sind sie? Natürlich. Meinst du, Herr Rebellen? Wie können Sie diese Rebellenrüstung zuordnen? Wo haben Sie dieses Wissen her? Ach doch, das Kornfleisch habe ich dir gesagt. Sind Sie mal ruhig da hinten. Ich handle gerade. Kommen halt sehr weit rum. Mir gefällt das. Wir sind hier schließlich auf einem Luftschiff. Wir kommen auf einen ganzen Planeten. Wenn ich hier einen Rebellen finde, schlitze ich ihn auf. Also, das können wir jetzt hier so nicht tolerieren. Also, Gewaltandrohung auf dem Schiff, das geht schon mal gar nicht. Das findet der Captain nicht toll. Der wird dann selber ein bisschen gewalttätig. Bis der Captain sich einmischen kann, ist die Person längst erledigt. Alles rum. Also wir benötigen im Tausch gegen diese Rüstung mindestens zwei der besten Sith-Rüstungen, die sie besitzen. Und mindestens drei Sturmtruppler-Rüstungen. Schatten, nächstes Mal hast du Inkschalt. Natürlich ebenfalls von der besten Qualität. Wir sind gerade eben aufs Luftschiff gekommen. Wie wär's mit einer Rüstung? Einer Sith-Rüstung und einer Rüstung für sie. Nein, zwei Sith-Rüstungen und zwei Sturmtruppler-Rüstungen. Eine Sith-Rüstung, eine Rüstung für sie und Schuhe. Zwei Sith-Rüstungen und eine Rüstung für mich. Die Schuhe können sie behalten. Könnte mal einer die Roboter nach oben schaffen? Ich stehe beim Gespräch. Ey, Wache, könnten Sie die Droiden schaffen? Ich denke, das Board ist sauber genug. Die Dinger hier weg, da werde ich Ruhe beim Arbeiten. Was ist eigentlich das hier für eine Rüstung? Diese Rüstungen hier habe ich noch nie gesehen. Diese hier. Das ist aus Neopren gefertigte Rüstung. Ist zum Tauchen geeignet. Zum Tauchen in diesen Gewässern. Guten Tag, wie kann ich Ihnen welche helfen? Welche Vorteile bringt sie? Ich schaue mich nur um. Lassen Sie sich nicht man stören. Man kann unter Wasser atmen, aufgrund des Tanks, der hinten angebracht ist. An Waffen? Und schneller schwimmen, aufgrund den Flossen. Ich warte immer erst das erste Geschäft fertig. Wieder nachfüllen? Okay. Kann man den Tank auch? Wieder auffüllen. Ja, hier links, das ist unser Droiden. Oder ist er nach einmaligem Gebrauch nutzlos? Der ist schon länger im Urlaub. Den hat hier aber auch schon keiner gesehen. Der hatte ein bisschen Probleme mit dem Captain, müssen Sie wissen. Wenn Sie entsprechende Maschinerien dafür haben, können Sie ihn auch wieder befüllen. Oh, wenn ich mich drehe, leckt's voll. Hätten Sie etwa daran Bedarf? Also ich möchte auf jeden Fall für. Darüber können wir verhandeln, nachdem wir die Rüstung getauscht haben gegen Rüstungen und eine Sturmtruppler-Rüstung. Wir können für diese Rüstung ganz separat handeln. Captain Phasma, wird das heute noch was? Mein Schüler setzt sich, das kann länger dauern. What the fuck? Ich, bleib lieber stehen. Wir haben gerade fusioniert!
Für diese Rüstung wollen sie 2 Sith-Rüstungen und ihre Rüstung. Habe ich sie richtig verstanden? Natürlich, es liegen über 22 Rüstungsteile in ihrem Schrank und ich möchte dafür nur 15. Willkommen beim Imperium, neuer Sturmtruppler. Wenn sie die Rüstungen zum selben Preis verkaufen, haben sie damit auf jeden Fall Gewinn gemacht. Ja, aber die Qualität meiner Rüstung ist doch besser als ihre. Willkommen im Stream, LK. Das müssen sie erst noch beweisen. Schneller, Koch, ich hab Hunger. Und sehen Sie, wir sind Moment, das erste warte. Mal hier. Wenn Ihre Angebote gut sind, könnten wir auch wiederkommen. Und uns als Kunden zu gewinnen, könnte es sehr gut für Sie sein. Ihr könnt Fleisch. Fleisch. Ich gehe mal im Lager gucken. Welches Fleisch wollen Sie haben? Was sich tun lässt. Direkt. Wow, haben wir leider nicht. Dieses... Kommt später zurück, ich werde wieder da sein. Ich habe Cornerfleisch im Angebot, es kostet 5 Kredit. Der Händler scheint mir sehr suspekt zu sein in seiner Handelsweise. Soll ich die Rüstungen zurücklassen, mein Lord? Oder nein, ich will alles mitnehmen. Entschuldigung, die Kredite. Wir sind nicht zum Handel gekommen. Sorry. Gut, da der Händler sich entfernt hat, gehen wir weiter. Nach Ihnen, mein Lord. Mir wurde bereits informiert, dass es heute keine Druiden geben wird, Captain Phasma. Ja, das ist sehr schade. Das wird leider auch etwas länger so bleiben. Wir suchen noch einen Nachfolger. Für manche Druiden hätten wir uns interessiert. Okay, gut. Vielleicht haben wir vernässt. Was wird jetzt hier angeboten? Unser Waffenhändler. Waffen und Munition. Nehmen Sie auch gelieferte Munition von uns an? Warten Sie mal bitte kurz. Ich habe gerade Störung von meinem Helm. Wir haben keinen Helm auf. Ja, Entschuldigung, der ist nicht ganz richtig im Kopf. Müssen Sie richtig sein. Captain Phasma. Entschuldigen Sie. Tauschen Sie auf Munition? Was wollten Sie nochmal von mir? Oh, haben Sie kleines Plasma, also Low Plasma? Ja, kann sein. Oh, dafür würde ich gerne was nehmen. Ich würde gerne 5000 davon nehmen. Ich würde das tauschen gegen schweres Plasma. Wie viel schweres Plasma würden wir denn bekommen? Also, der Händler ist viel hektischer als der andere. Wir haben hier verschiedene Persönlichkeiten. 2000 kleines zu eins großes. Ich denke, wir könnten ins Geschäft kommen. Alles klar, warten Sie kurz, ich hole die Ware. Boah, geil, guck mal, hat er das gesehen? Wie der. Okay, Victor! Wie der Schrank aufgegangen ist, hat er das gesehen? Ich lege jetzt diesen Mörder. Wow. Passen Sie da bloß auf mit den Spinden. Da bin ich auch schon mal reingeklettert, dann haben die den zugemacht und übers Wochenende haben die mich drin gelassen. Und Sie haben es überlebt? Ja. Interessante klar, Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Ja. Sind Sie noch an Blasten interessiert und Verbesserten? Ich habe noch mehr zu tauschen. Es tut mir leid, aber ich habe derzeit nicht mehr auf Lager. Sie müssten dann noch einmal wiederkommen. Ich muss erst wieder herstellen. Dafür brauche ich das kleine Plasma. Okay. Aber sind Sie vielleicht an verbesserten Waffen interessiert? Oder an Waffen an sich? Können Sie auch das verbessern? Oh, darf ich diesmal sehen? Dann muss ich erst gucken. Ich werde meine Waffe nicht hergeben. Gut, dann nur Blaster. Erste Informationen einholen. Blaster. Haben Sie vielleicht noch Interesse an hochwertigen Ressourcen zum Herstellen von Griffen für Ihre Waffen? Oh, das wäre sehr interessant. Kann es Ihnen gerne mal zeigen. Also Captain Phasma ist sehr wertvoll bezüglich Gewicht. Was die mit sich rumschleppt. Ne? Wahnsinn. Die sind auf jeden Fall interessant. Würden Sie diese tauschen?
Ich hätte einen sehr starken Plaster, den ich hergestellt habe. Im Moment habe ich keinen Bedarf von einem neuen Blaster. Meine ist sehr zuverlässig. Ich würde es gegen Ragnarok-Taler tauschen. Wie viele Ragnarok-Taler sind diese Teile wert? Die kleinen Krallen, einer pro Stück. Und von den kleinen Krallen 5 Stück, 1 Taler. 2 Taler, entschuldigen Sie. Hört sich nicht sehr wertvoll aus. Das heißt also, wir farmen die Dinger nimmi. Ich würde beide Krallen, beziehungsweise alle zwei Krallen, wie sie gerade hatten, würde ich ihnen für 2 Taler abkaufen. Die große Kralle war von einer sehr mächtigen Kreatur. Wir haben daran 2 unserer Kreaturen verloren. Es ist eine sehr starke Kreatur gewesen. Ich denke nicht, dass Kralle nur eine Goldmünze wert ist. Okay, ich gebe zu, ja, okay. Wollten Sie uns gerade über den Tisch ziehen? Ich? Nein, ich doch nicht. Ich bin nur ein Händler und Waffenschmied. Wir sind vom Imperium. Machen, wenn das okay ist für Sie. Versuchen Sie das nicht nochmal. Okay, ich habe verstanden. Ich würde Ihnen ein Angebot machen. Ich würde die Krallen Ihnen abnehmen und würde Ihnen dafür ein stärkeres Lichtschwert machen. Oder wie dieses Ding sich heißt. Das heißt, das mit dem roten Leuchtstab. Wäre das ein Angebot? Ein Schüler. Nur Siths oder Jedis können Lichtschwerter herstellen. Der Händler kommt mir sehr vor. Ich bin vielleicht verrückt, aber ich bin nicht suspekt. Ich glaube nicht, dass er einen macht. Kein Machtnutzer. Wie hat er dann die Kenntnis eines Lichtschwertes herzustellen bekommen? Weiß nicht. Wir sollten ihn im Auge behalten. Was haben Sie noch für Waffen im Angebot? Ich habe Blaster. Einzelschuss sowie mehrere Schuss. Sofort. 2 Sekunden. Den Sie tauschen wollten gegen die Krallen. Wie lange ist dieser Händler schon auf diesem Schiff? Der ist schon. Der hat eigentlich mitgeholfen, das Schiff zu bauen. Also. Es ist eigentlich noch einer der vertrauenswürdigsten hier. Ich bin einer der ältesten Siths meines Wissens und in der Schule gelehrt. Nur Siths und Jedis können Lichtschwerter herstellen. Ja, also, der ist mal auf den Kopf gefallen und seitdem kann der irgendwie alles nachbauen, was er mal gesehen hat. Interessant. Das ist total komisch mit dem. Sind Sie daran interessiert? Der Visa-Blaster für so beide Krallen. Ja, bitte. Ist das die beste Qualität, die Sie besitzen? Derzeit ja, aber wie schon gesagt, ich brauche Materialien, damit ich bessere Waffen herstellen kann. Was würde eine Notiz, einen Bauplan für unseren eigenen Ingenieur kosten von Ihnen, um eine ebenbürtige Waffe herzustellen? Der ist sehr teuer. Also Baupläne sind sehr teuer. Aber auch bei Ihnen zu erhalten. Wäre auch zu erhalten, aber die kosten mindestens zwischen 20 und 50 Taler. Also Ragnarok-Münzen. Wir hätten noch mehr Munition zum Tauschen. Die kann ich Ihnen derzeit leider nicht abnehmen. Mein Lager ist jetzt voll. Ich muss erst wieder von dem Megaplasma herstellen. Rüsten Sie Ihr Lager auf bis zu unserem nächsten Besuch. Ich werde auch die Krallen wieder mitnehmen. Vielleicht haben Sie dann bessere Ware. Wir können weiter. Ich werde schauen, dass ich Ihnen einen Bauplan dafür herstellen kann. Wer sind Sie? Vielleicht schon die ganze Zeit hinter uns her. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Haben Sie eine Aufhaltsgenehmigung vom Captain? Der hat schon seine Genehmigung vom Captain. Der war schon öfters. Redet nicht. Wir können weiter, Schiffsführer. Okay, aber jetzt, oder? Ah.
So, hier sind wir dann in der Kantine, links die kleine Essgelegenheit. Ah, jetzt aber, oder? Und hier haben wir unseren 2,5-Sterne-Koch. Oh. Der Hallo. Ihm alles Fleischliche zubereitet. Mein Lord, sind die es? Ja, hat eine. Mein Lord? Hat einen Trick, Schattentruppler. Schattentruppler? Seit vielen Jahren bei Ihnen. CT5001. Ich bin hier auf diesem Planeten mit einer Rettungskapsel gestürzt. Hochinteressant. Captain Phasma, ist Ihnen diese Nummer bekannt? Dieses Schiff hat mich gefunden. Oh mein Lord, der Sturmtruppler war bisher um. Werden Sie hier gefangen gehalten? Nein, ich bin freiwillig hier. Er hat mich aufgegabelt. Geben Sie uns mal was zur Stärkung. Jawohl, ich werde es hier in diesen Behälter packen. Dürfen Sie ohne weiteres das Schiff verlassen? Ich weiß es nicht, da müssten Sie mit dem Captain reden. Wir holen Sie hier raus, also doch ein Gefangener. Boxarena. Wer könnte mein Gegner sein? Das ist eigentlich abhängig davon, wer sich gerade meldet. Ich meine, das machen oft die Händler hier, aber manchmal haben wir auch Gäste, die hier mitmachen. Das ist eigentlich offen für alle. Und dann nur zur Zeit ist keine Abhaltung. Ah, das ist erst heute Abend. Mhm. Um 18, 19 Uhr. Das hier ist unser Lagerbereich. Da kann ich sie leider nicht reinlassen. Was mal schauen Sie sich die Konstruktion an. Die Tür ist interessant. Könnten Sie sie nur kurz einmal öffnen, damit ich mir das genauer betrachten könnte? Okay, aber ich muss Sie bitten, draußen zu bleiben. Wir haben einen. Ein Schüler trete zurück, der nicht gut auf Außenstehende reagiert. Natürlich. Interessant. Schließt sie automatisch? Man kann sie so einstellen, aber dabei wurden sich zu oft Finger eingeklemmt, also haben wir das lieber ausgeschaltet. War das der Rüstungshändler? Der wollte doch unsere Waren kaufen. Dachte ich mir auch gerade. Gut. Gut, wir gehen mal zurück. Vielleicht sind hier jetzt andere Händler da. Der Pflanzenhändler ist immer noch nicht da. Ich hätte jetzt die Rüstung griffbereit. Ja, perfekt, dann zeigen Sie mal Ihre Qualität. Ich hätte hier die 2 Sith-Rüstung und ich hätte hier die Stormtrooper. Kontrollieren Sie diese Person. Bleiben Sie stehen, Herr Sie. Ich kann Sie leider nicht begutachten. Sagen Sie mir Ihren Namen. Sagen Sie mir Ihren Namen. So, ja, Game, okay, jetzt, ja. Ah, okay. Wer bist du? Aber ich denke, wir werden diese beiden Rüstungen, diese drei Rüstungen auf jeden Fall nehmen. Bis sie eben hier sein, dass sie. Ah, ich kann nicht. Warten Sie meine Frage. Mm-hmm.
Kommt das Geschäft zustande? Auf jeden Fall, mein Lord. Die Rüstung ist vortrefflich. Sie können sie sich selbst einmal ansehen. Meister, der wird mich identifizieren. Nicht zu identifizieren. Findet sich. Nur Pinkfarbe. Fragen Sie mal den Schiffsführer. Oh, für mich wäre es eine Verbesserung, ne? Ich glaube, die kaufen wir. Das fassen wir wirklich vortrefflich. Sieh, wo der Schiffsführer ist. Entschuldigung? Sieh, wo der Schiffsführer ist. Der Schiffsführer müsste oben sein. Ich denke, dieses Geschäft wird auf jeden Fall zustande kommen. Damit wären Frieden. Bitte? Ja, hallo. Was kann man bei Ihnen kaufen? Feinstes Konvoi-Fleisch. Möchten Sie etwas kaufen? Und jetzt würde ich mich noch für eben einen dieser Taucheranzüge interessieren. Lord, diesen müssten wir jedoch dann kaufen mit Münzen. Hat er den Preis schon genommen? Bisher noch nicht, mein Lord. Ich habe auch noch verderbliche Waren bei mir. Wir sollten vielleicht noch mal in die Küche und vielleicht sehen, ob wir sie dort verkaufen. Bei Ihnen bekommen? Feinstes Konvoi-Fleisch. Fleisch? Das sehen Sie doch, oder nicht? Ich habe sie Ihnen hier schon mal reingelegt, dass Sie sie begutachten können. Hier, Sie können sogar was probieren. Was wäre denn der Preis mein für diese Anfang Rüstung? 50 Quarz. 10 Coins. Es sieht mir nach unterschiedlicher 40. Qualität aus. Sehr unterschiedliche Qualität. Das ist keine 40 Taler wert. Höchstens 15. Wir wissen gar nicht, wie schwer man an diese Taler rankommt. 15 und ihre Hose. Matroschka. Er kommt öfters hierher. Bitte was? 15 Coins und ihre Hose. Das weiß ich, wissen wir nicht. Das fragen wir uns. Tun Sie es, wir haben gerade die neue Rüstung gekauft. Okay. Sehr oft. Alles gut. Wir sind einverstanden. Heißt da? 50, gell? Danke, Verzeihung. Kommt nicht wieder vor. Captain Fass! Mein Schüler, hol Captain Fass mal, ich stehe hier nackt. Entschuldigung. Ja. Kann ich bei Ihnen auch Gemüse verkaufen? Weil wo ist die Rüstung? Die Gemüse hat können Sie natürlich verkaufen. Stormtrooper schon mitgenommen. Nein, darüber wäre ich in Kenntnis gesetzt worden. Sie holen sich noch eine Erkältung ein, das ist aber nicht gut. Doch, ihr Stormtrooper hat bereits ihre Rüstung mitgenommen. Scheint in Gehände zu haben. Welche Art von Gemüse wollen Sie denn verkaufen? Mein Schüler, ich hab viele Sorten von Gemüse. Gehen Sie mal bei Captain Fassmeier fragen, ob die Rüstung mitgenommen wurde.
Ich habe dieses hier ihm doch schon ihre Hose, die sie erhandelt haben im ersten Geschäft. Und das sind zwei Bücher, die ich alles gerne nehmen. Mitgenommen. Was verlangt ihr? Die Rüstung hat mein Schüler gebracht. Gehen Sie mal bei Captain Phasma erfragen. Ich habe sie vom Captain Qualität achten können. Nein. Captain Phasma hat soeben eine Rüstung anscheinend erworben. Das geht schon so. Haben die auch noch den Rest der Rüstung? Ich sollte einfach mal nachfragen. Den Rest der Rüstung für den Lord, natürlich. Möchten Sie sie mitnehmen? Ja. Mein Herr, was kostet Farbe bei Ihnen? Einfach so hinlegen auf den Tisch. Ja, bitte. Die ist runtergefallen, aber ich werde es schon aufheben. Was kostet Farbe bei Ihnen? Und in welchen Mengen sind Sie zu bekommen? Bitte was? Es ist die beste Qualität aus eigenem Anbau. Das werde ich sofort machen. Was Farbe bei Ihnen kostet? So saftige Zitronen haben Sie noch nie gegessen. Sie haben recht, die Rüstung ist bei uns. Sagte ich doch bereits. Wenn Sie mich entschuldigen, ich würde dafür auf dem Lager. Mal gucken, was so eine Imperator-Rüstung wert ist. Ich würde dafür 400 geben. Ja, was für Farbe wollen 400 Sie denn gerne haben? 400. Schwarz, Geld. Weiß, Rot. Die nehme ich sofort. Mein Handlanger würde gleich sofort kommen, der bringt das Geld gerade aus dem Speicher. Ich werde hier warten. Ich wollte mich nur über den Preis informieren. Ja, also sie würde die 100. Milliliter Farbe für 4. Überlegen Sie oder? Taler, wie bitte? Hallo, was sind Sie dann? Ein Taler pro 100. Hallo, kann ich mich yeah. setzen? Ja, setzen Sie sich. Tauschen Sie auch gegen andere Dinge? Oder zählt bei Ihnen nur Taler? Was hätten Sie in dem Angebot? Hätte mich nur interessiert, was es gewesen wäre. Irgendwie muss ja die Farbe auch hergestellt werden. Ich kann das nicht verstehen. Er scheint kein Respekt von zu haben. Es handelt sich hierbei um einen Matroschka. Chemikalien, die er in eigener Herstellung herstellen kann. Er hat kein Respekt vor uns. Diese ganz spezielle und sehr wertvolle Farbe. Mhm. Dann kommen wir später darauf zurück. Es gibt noch interessantere Sachen als Farbe. Wissen Sie, wann der Gärtner zurück ist? Der wollte sich, glaube ich, ein paar Pflanzen angucken, die es hier in der Gegend gibt. Aber er befindet sich also nicht auf dem Schiff. War ein Geschenk. Dementsprechend. Okay. Mein Schüler, wo ist Captain Phasma? Vorne bei der Kantine. Captain Phasma? Jawohl, mein Lord. Sie konnten Geschäfte schließen hier? Jawohl, ich warte nur gerade eben auf meine Bezahlung. Wo ist der Lieferant hin? Er wollte den Handlanger holen. Was ist der Preis für den Sieger?